Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Final Fantasy 16. Dann wollen wir mal einmal weitermachen. Ja, wir haben noch ganz viel zu tun, bevor wir uns der finalen Quest, Main Quest da widmen und aufbrechen. Wir haben noch ein paar Nebenquests, die hier überall verstreut sind. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Mit. Juhu! Mit, hast du kurz Zeit? Ah! Was? Ich hab's! Wie immer war die Antwort die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Wenn bitte? Wenn das sie nicht fliegen lässt, weiß ich auch nicht mehr weiter. Willst du die Enterprise etwa Flügel geben? Aber natürlich will ich das. Die Kinder glauben, dass du ihnen aus dem Weg gehst. Sie machen sich Sorgen. Ist dein Projekt so wichtig, dass du dich von allen abkapseln musst? Die Enterprise ist jetzt schon das schnellste Schiff der Welt. Und das mit Wasser unterm Kiel. Aber was, wenn sie nicht daran gebunden wäre? An gar nichts gebunden wäre? Warum sollten die Götter den Himmel für sich alleine haben? Das ist doch völlig ungerecht. Die Gefallenen haben es geschafft. Aber sich nur auf Magie zu verlassen, war ihr großer Fehler. Aber ich weiß, wie man es ohnehin kriegt. Okay. Also fast. Erstmal muss ich ein Modell bauen. Und das kannst du nur allein machen? Ist das ein Angebot? Damit wir uns verstehen, die Enterprise ist mein Revier. Ja, wenn du weiß mir ich. Wenn du helfen willst, sag ich sicher nicht nein. Na dann. Leg mal los. Öl. Aber kein schon dreimal in der Bratpfanne benutztes aus der Küche. Hochwertiges, wie das aus Old Hill. Brauche ich einen Knochen oder ein Stück von einem Panzer. Leicht, robust und wenn es geht, nicht mehr am vorherigen Besitzer dran. Meinst du einen Bestienknochen? Da können dir sicher die Fluchbrecher weiterhelfen. Nein, die können dir weiterhelfen. Du wolltest dich doch nützlich machen, oder? Ich sollte mit einem der Fluchbrecher reden, bevor ich losziehe. Vielleicht finde ich den Knochen auch in Old Hill. Okay. Na dann. Hat Metadol schon etwas von einem nächsten Projekt erzählt? Ja. Nicht wirklich. Mir schon. Und mal wieder richtig, ne? Mit richtig Schwung. So. Na, Sid. Juhu. Willst du uns einen ausgeben? Ganz drauf noch nicht. Mit braucht einen leichten, aber haltbaren Knochen für ein Projekt. Mit Bestien kennt ihr Fluchbrecher euch doch gut aus, oder? Vorschläge? Knochen sind Knochen. Hau fest genug drauf und sie gehen kaputt. Sie sollte lieber was anderes nehmen. Ein Stück von einem Panzer zum Beispiel. Weißt du, was Adamantheimers sind? Oh ja. Ich weiß, dass mit ihnen nicht zu spaßen ist. Und deren Panzer sind also besonders hart? Ja. Vor allem, wenn sie schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben. Angeblich lebt eine uralte Adamantheimer in Korava, nahe Ultbiza. Oder was davon übrig ist. Aha. Ich glaub nicht, dass du leichtes Spiel haben wirst. Das Ding lebt nicht ohne Grund schon so lange. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Danke. Na dann. Schauen wir mal. Einmal da. Wegen dem Öl. Ah ja. Ach da. Mit Öl. Kaum zu glauben. Bei allem, was hier passiert ist. Ah, wir brauchen zwei. Ja, das ist ein Wunder, dass das noch da ist, ne? Vor allem, weil das Krüge sind. Obwohl, vielleicht sind es Metallkrüge. So. Da.
Ja, ich nehme Drabos. Und dann gehen wir einmal da rechts rum und dann passt das. Nü. Ja. Da sind wir wieder. Korava. Wo würdest du dich verstecken, Torgal? Wenn du eine Schildkröte wärst. Oh, wir suchen eine Schildkröte. Oh, ich will auch mal keine Schildkröte hauen. Das müsste sie doch sein. Da haben wir es auch schon. Dann zurück zu Mit, damit sie ihr Modell fertig bauen kann. Ja, wir kriegen doch auch eine Schnellreise. Jupp, einmal bitte zurück. Juhu. Mit, sag mir, dass das alles ist. Glaube ich nicht, aber fürs Erste. Ach, du hörst dich an, als hätte ich dich gebeten, die Welt zu retten. Sag mir, dass das hier alles ist. Es ist fast alles, was ich brauche. Ich habe mir das Ganze nochmal angesehen und gemerkt, dass ich eine Null vergessen habe und eine Eins. Und, ja. Und? Und ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Daher umso schlimmer. So kleine Teile sind eine Heidenarbeit und ich könnte genau das verbummelt haben, an dem Schledorn eine halbe Ewigkeit gefeilt hat. Warte mal. Deine Waage. Als die Kinder sie zerlegt haben, war ein kleines Zahnrad dabei. Und ich glaube, sie haben es nicht benutzt, als sie die Waage wieder zusammengebaut haben. Die Krümel? Aber warum? Weißt du was? Eigentlich will ich es nicht wissen. Ich mache am Modell weiter. Such du das Zahnrad. Okay. Dann gehen wir mal zu den Krümeln. Ey, Leute, was war mit dem Zahnrad? Sid, versteckt sich Mit noch vor uns? Ach, Quatsch. Sie wollte sich gar nicht verstecken. Alles gut. Sie arbeitet nur an ihrem nächsten Projekt. Was ist es denn? Eine neue Erfindung? Ja, eine Erweiterung. Bestimmt ist es ein Luftschiff. So ungefähr. Deswegen bin ich eigentlich hier. Sie braucht was Besonderes, das nur ihr drei besorgen könnt. Ein Zahnrad. Ein ganz kleines. Das zum Beispiel nicht zu einer gewissen Waage gepasst hat. Stimmt, dort ist eins vergessen. Jetzt weiß ich's wieder. Wir haben's noch, keine Sorge. Ist in unserer Kleinkramtüte. Ja. Seitdem haben wir alles Mögliche auseinander und wieder zusammengebaut. Und wir werden immer besser. Aha. Teile, die übrig bleiben, sind unter unseren Betten. Zur Sicherheit. Das ist gut zu wissen. Das sollte eigentlich nicht so sein.
Eigentlich sollen die Teile wieder an ihren Platz. War das alles? Wir haben eine ganze Menge auf Vorrat. Wir kommen darauf zurück. Aber ich erzähle mit von eurer Sammlung. Zur Sicherheit. Danke, Sid. Ah ja. Na dann. Hat Metadol schon etwas von einem nächsten Projekt erzählt? Nicht wirklich. Sie scheint sehr mit sich selbst beschäftigt. Bitte. Und? Hast du es? Ja, irgendwie schon. Bitte. Ich glaube schon. Die drei haben gut darauf aufgepasst. Ist es das? Ja, genau. Perfekt. Du bist ein Genie. Nein, wir haben einfach nur andere Nebenquests genau gemacht. Was machst du jetzt damit? Den wichtigsten Teil des Modells bauen. Ah, ja. Die Flügel bewegen sich nicht von allein. Aber mit diesem Zahnrad an der richtigen Stelle... Na, du wirst es schon sehen. Ah. Also müssen wir doch nicht die anderen beiden dafür ausnutzen, dahin zu kommen. Ui. Das ist echt wow. Na, sieht noch nicht so gut aus. Zum Donnerwetter. Es sollte doch nicht wirklich fliegen, oder? Natürlich sollte es wirklich fliegen. Sonst wäre es ja wohl kein Luftschiff. Dieser Antrieb. Oh, echt, dieses Ding macht mich noch verrückt. Hm. Ich war mir so sicher, dass es heute hinhaut. Der Mithril-Antrieb ist dafür gedacht, Träume zu erfüllen. Ah, ja. Aber vielleicht sollte dieser besser nicht in Erfüllung gehen. Oh, okay. Also doch wieder Dion. Wenn man Menschen das Fliegen bei, dann werden sie sich auch bald in der Luft bekriegen. Noch mehr, ja, die ihr Zuhause verlieren. Noch mehr Kinder ohne Väter und Mütter. Ja, so ungefähr. So wie ich damals. Tut mir leid. Ja, mir auch. Clive, sag mir... Ja? Was würdest du tun? Dem Verstand folgen oder dem Herzen? Kommt immer drauf an. Wirklich schwierig. Als ich das erste Mal an Deck deines Schiffes stand, mit dem Wind im Haar, war es, als würde ich fliegen. Wie mag es sich wohl in Wirklichkeit anfühlen? Oh, das war der Dings. Das war der Habs hat immer gesagt, es gebe Klaps mit dem Zaunfall. Man jagt einem Traum nach oder kriecht ins Grab. Ah, ja. Er hatte recht. Na dann. Und nicht nur in dieser Hinsicht. Auch wenn ich es ungern zugebe. Menschen brauchen Träume zum Leben. Ganz besonders in dieser Welt. Ja, wenn ich so rausgucke. Gut. Wenn alles vorbei ist, bringe ich all meine Mithril-Antriebe nach Semekis und werf sie da rein. Ja, mein Traum wird nicht eines Tages zum Albtraum für andere. Und deine ganze Arbeit? Meine ganze Arbeit wird niemals für Kriege benutzt werden, klar? Aber sie ist auch nicht verloren. Ah, ja. Sag mal, Clive, warst du schon mal auf Schatzsuche? Ja. Nicht, seit Joshua und ich klein waren. Wieso fragst du? Ja, doch. Im größeren Sinne. Ich Pläne für den Antrieb verstecken und ein Rätsel hinterlassen werde, mit dem man sie finden kann. Ah, ja. Ein kompliziertes, damit nur wirklich leidenschaftliche Träumer hier dahinter kommen werden. Ich sehe schon vor mir. Ah, ja. Wie irgendein hirnloser General auf die Worte starren und ein dummes Gesicht machen wird. So wie du. Ja. Ja. Ah, ja. Na dann.
Wir sind nicht hirnlos. Wir können dein Rätsel knacken, ja? War's das? Aber wenn ich eine ganze Schatzsuche auf die Beine stelle, dann muss der Antrieb auch ein würdiger Schatz sein. Okay. Und wenn damit nicht mal ein Modell fliegen kann, ist er das sicher nicht. Also geht's weiter. Hubs meinte immer, hab große Träume. Aber die Größe eines Traums ist eigentlich egal, oder? Solange er gut ist. Ja. Und ich glaube, ich habe noch ein paar ziemlich gute. Da bin ich mir sicher. Ah, okay. Ja, ich habe schon gedacht, dass man da irgendwie was verändern könnte, aber geht wohl doch mit dir. So. Wir sollen einmal dahin und einmal dahin. Aber ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hin. Na sehr, und der neue Anwärter warten hier sicher ganz in der Nähe. Ja, ja, da vorne. Juhu, ich hoffe, ihr musstet nicht zu lange warten. Ist das ein schlechtes Zeichen? Das werden wir bald sehen. Mach einfach, was ich dir sage. Naja, du bist nervös, weil ich so lange gebraucht habe. Bitteschön, hier bin ich. Das hier ist der Anwärter. Ember, stell dich vor. Hast du doch gerade. Diensten, mein Herr. Bitte, einfach Sid. Ich bin niemandes Herr. Dein Leben gehört dir. Oh, danke, Sid. Der Kommandant meinte, du bewertest mich heute. Ja. Ja, das ist richtig. Du weißt, wie gefährlich es ist, Speer zu sein. Sicher. Aber ich will tapfer sein, wie der Mann, der mich gerettet hat. Und wer war das? Gav? 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 Er hat mich gefunden und befreit. Ohne Magie. Er hat sich einfach von seinem Gespür leiten lassen. Er ganz allein. Ja, ich kenne ihn. Was ein Mann schafft, wenn er den Willen dazu hat. Seitdem habe ich viel geübt, damit ich eines Tages auch jemanden retten kann. Genau wie Gav mich. Okay. Na dann. Das hört er sicher gern. Oh, absolut. Du bist eindeutig motiviert, Ember. Und der Gefahren bist du dir auch bewusst. Wenn du so weitermachst, wirst du ein guter Fluchbrecher. Das glaube ich auch. Ich bestanden? Noch nicht. Wir haben noch nicht mal angefangen. Hör gut zu. Na dann. Ich darf nicht zuhören. Ist ein Sanbreckscher Wachturm, den Pfad hoch. Die Wachen tragen alle Sichtungen in ein Buch ein. Das sollst du finden. Ach, da oben waren wir auch schon. Bring es dann her. Finden und bringen, gut. Noch mehr? Nein. Naja. Den Kaiserlichen in einem schwer bewachten Außenposten etwas unter der Nase wegzustehlen, sollte reichen. Du musst die Lage sondieren, einen Weg in den Turm finden, ein Ablenkungsmanöver starten und entkommen. Und das ohne entdeckt zu werden. Sonst endest du bestenfalls in einem Kerker. Ember. Das stimmt. Gav ist mutig, nicht leichtsinnig. Du musst mit Verstand arbeiten. Mit Verstand. Auch das stimmt. Ich bin dann mal weg. Ja, ja, bis dann. Viel Spaß. Oder so ähnlich. So gefährlich sollte es nicht sein. Aber lass ihn besser nicht aus den Augen. Okay. Werde ich nicht. Also los, Ember. Beweis dich. Während ich folge und babysitte. Hm. In Natura muss er es auch alleine schaffen. Aber ich kann nachvollziehen, dass wir da gucken. Und ein paar Kämpfe schaden ja nie. Bisschen leveln. Ne? Immer so ein bisschen was mitnehmen. Also ich glaube, die Kämpfe werden noch hart genug. Wenn wir dann mit der Hauptquest weitermachen. Mit der Hauptstory. Das, ne? Vielleicht ist er tatsächlich bereit. Oder auch nicht. Oder auch nicht.
Ich liebe es, wenn ich predikte, was Verdammt. Der Hauptcharakter sagen wird. Ember, zieh dein Schwert! Ich kann nicht! Okay. Dann lauf! Ja! Wenn du ihn willst, musst du erst an mir vorbei. Na komm mal her. Ich hab doch gedrückt. Ach Mensch. Immer wenn man was anderes machen will, ne? Ah, okay. Na dann. Immerhin etwas. Ember, bist du... geflohen. Weg. Natürlich. Gute Späher sind wirklich selten. Ja. Also zurück nach Nordstedt. Na, ich glaube, er hat das Buch gekrallt und ist zu ihm zurückgegangen. Ich glaube nicht, dass er abgehauen ist. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Aber es wäre ein Plot-Twist, dem ich dem Spiel zutrauen würde. Ich meine, wir haben ja schließlich gesagt, er soll gehen, ne? Und die Beine in die Hand nehmen. Oh. Oder auch nicht. Oh, ich hatte gehofft, er würde hier stehen. Oh, Sid. Du bist schon wieder zurück? Ja. Ah, Ember. Wo ist er? Ich dachte, ich finde ihn hier. Er ist geflohen. Ich bin ihm zum Wachturm gefolgt. Aber dort wurde er von einem Avis angegriffen. Er stand da, wie erstarrt. Hat nicht mal das Schwert gezogen. Also musste ich einschreiten. Als ich fertig war, war Ember nicht mehr da. Ich dachte, er wäre zurück zu dir gerannt. Hab ich auch gedacht. Tut mir leid, Sid. Ich wusste, dass er noch unerfahren ist, aber ich dachte... dass ich die Prüfung schaffe? Hier ist das Buch, das ich den Kaiserling abknöpfen sollte. Was? Wie hörst du... Sag bloß, du hast dich in den Turm geschlichen, während Sid dir den Arsch gerettet hat. So ungefähr. Ja, das war doch schließlich meine Aufgabe. Ich sollte das Buch holen, ohne erwischt zu werden. Wo er recht hat, hat er recht. Und er hat es ganz allein geschafft. Aber Sid, er... Er hat eine Entscheidung getroffen. Und ich muss entscheiden, ob sie richtig war. Ist gut. Wir warten im Versteck auf das Ergebnis. Okay. Keinen Ärger mehr von dir. Jawohl. Nö. War doch gut. Keine leichte Entscheidung. Ich sag, die Entscheidung war gut. Das hättest du sehen sollen. Der Avis hatte keine Chance. Ach. Willkommen zurück, Sid. Keine Loblieder, bitte. Sid. Ja, willkommen zurück. Ich hoffe, du hattest nicht zu viel Ärger da draußen. Das Übliche. Ehrlich gesagt war es meine Idee, dass du bei der Prüfung helfen sollst. Ah. Aber wie ich höre, lief sie nicht ganz nach Plan. Na, nicht wirklich. Nein, ganz und gar nicht. Ja,
Im Angesicht des Todes hat Amber die Nerven verloren. Nicht aber seinen Willen. Er fasste sich, um seinen Befehl auszuführen. Genau das, was wir von unseren Spähern verlangen. Da hast du recht. Danke für deine ehrliche Bewertung, Sid. Allerdings wird Amber nicht immer einen kampferprobten Krieger zur Seite haben, der ihm aus dem Schlamassel hilft, wenn er in einen hineingerät. Ach, daran wird er noch üben. Die Prüfung gezeigt, dass Amber ohne jemand, der auf ihn aufpasst, ein Risiko für uns darstellt. Nicht so schnell. Amber hat noch viel zu lernen, das stimmt. Und dieses Mal hat er uns enttäuscht. Aber ich finde, er hat noch eine Chance verdient. Das sehe ich genauso. Das Ziel hat er erreicht. Mit Ausdauer lernt jede Hand, ein Schwert zu halten. Und Angst lässt sich auch bezwingen. Sehe ich genauso. Ein Späher braucht Gespür. Und das hat man oder nicht. Das Buch hat er gefunden. Damit hat Amber bewiesen, dass er den richtigen Riecher hat. Der Rest, der lässt sich arbeiten. Talent, oder? Das sehe ich genauso. Noch eine Chance. Ich werde alles tun, was ihr verlangt. Wenn es sein muss, übernachte ich sogar in der Arena. Ah, ja. Schalt durch, bis ich soweit bin. Okay, viel Spaß. Nicht gerade der Hellste, aber das Herz am rechten Fleck. Tja, ganz zufrieden mit meiner Entscheidung? Vorbild. Oh. Und wenn du mich fragst, muten wir dem sowieso viel zu viel zu. Ey. Zeit, dass die Fluchbrecher ihm etwas von der Verantwortung abnehmen. Ah ja. Das denke ich auch. Aber sag das bloß nicht Gav, klar? Ich will nicht, dass ihm das zu Kopf steigt. Hm. Achso, er meint Gav und nicht uns. Dem traue ich zu, dass er dann frei nimmt. Nö, glaube ich nicht. Wäre schön, aber die Arbeit ruft. Ja. Bei uns auch. Verzeih mir, Sid, dass... Ach, alles gut. Nicht, wie ich erwartet hätte. Ach, pff. Das tut es dieser Tage nie. Ja. Genau deshalb brauchen wir Leute wie Amber, die das Beste aus einer Notlage machen. Hab ich recht? Hast du, Sid. Danke. Speer in Spee. Na dann. Ich weiß. Aber ich würde trotzdem gerne erstmal hier nochmal weitermachen. Darf ich bitte? Ich würde gerne hier hinreisen. Um die nächste Quest zu erledigen. Um mich Stück für Stück voranzuarbeiten. Euer Gnaden, Milord, ich hoffe, eure Reise war nicht zu beschwerlich. Ging. Sir, ihr habt einen Brief von Vater? Ja, hier ist er. Okay. Wärt ihr so freundlich, Milord? Ah, okay. An meine geliebten Söhne. Ich weiß, dass ich euch in diesem Krieg, der uns bevorsteht, viel abverlangen muss. Jedoch sehe ich keinen anderen Weg, die Zukunft unseres Landes und unserer Familie zu sichern. Doch selbst wenn es uns gelingen sollte, die Barbaren zu bezwingen und Drachenhauch zurückzugewinnen, bleibt die Gefahr der Fäule weiterhin bestehen. Eine Gefahr, gegen die wir nur dann siegreich sein werden, wenn ganz Rosaria zusammensteht. So der Begründer es will, werden meine Pläne unser Überleben sichern. Aber die Hindernisse, welche uns im Weg stehen, sind immens. Zu meinem Leidwesen wird es daher eure Aufgabe sein, mein Werk fortzuführen. Ich weiß, dass ihr die Kraft, den Mut und den Willen dafür habt. Es schmerzt mich, dass ich euch dieses schwere Erbe hinterlassen muss. Deshalb habe ich noch ein weiteres für euch, von dem ich hoffe, dass es euch auf immer an meine Liebe und an meinen Glauben für euch erinnert. Euer Vater. Okay. Gute Frage. Anscheinend hat der verstorbene Großherzog diese Botschaft kurz vor seinem Tode verfasst. Wie? Ich meine, er wurde doch... Tag vor den Geschehnissen beim Phönix-Tor. Von welchen Plänen spricht er? Von seinen Plänen für das Herzogtum, euer Gnaden. Euer Vater hat sie meinem Vorgänger anvertraut, dem vorigen Führer der Flammenfeder. Ah ja. Und nun ist es an mir, sie zu bewahren. Okay. Ihr erklärtes Ziel ist die vollständige Gleichstellung aller Träger. Naja, das ist auch unser Ziel, ne? Konkrete Vorhaben finden Erwähnung. Der Bau einiger Krankenhäuser
für die Behandlung jener, welche am Kristallfluch leiden, und auch die Gründung einer neuen Universität zur Erforschung und Entwicklung nicht-magischer Technologien. Na gut, da sind wir ja dabei, ne? Da sich die Fäule immer weiter in Valisthea ausbreitete, das machen wir ja schon. Herzog Elwyn darin den einzigen Weg, das Überleben Rosarias zu sichern. Ja, das ist das, was wir machen. Gleichberechtigt sehen. Dafür wollte er mit allen Traditionen brechen. Naja, die sind ja noch nicht so alt, ne? Ausgereicht hätte. Aber er glaubte, dass es eines Tages gelänge. Ich meine, früher war das ja auch. Hätte er diesen Brief nicht geschrieben. Es gab ja mal eine Zeit, als Träger keine Sklaven waren. Seiner Diener geteilt, welche auch euch Treue geschworen und vor den Machenschaften gewisser, euch kaum zugetaner Personen bewahrt hätten. Ja. Leider haben nur solche Personen überlebt. Ah, nein. Eures Vaters engste Freunde haben als erste den Zorn der Herzogin zu spüren bekommen. Ach, das meinen die. Doch eine ist geblieben. Und sie hat etwas für euch bewahrt. Okay. Wie meint ihr das? Vielleicht sollte sie es euch selbst erklären, Milord. Schließlich beschränkt sich meine Aufgabe als Führer der Flammenfeder darauf, das Testament seiner Gnaden zu finden und euch mit einer Dame bekannt zu machen, die es vollstrecken wird. Soweit sie es vermag, zumindest. Aha. Und wo ist diese Frau? Sie erwartet euch im Archiv, euer Gnaden. Danke, Sir. Okay. Wollen dann wir? Let's go! Auf zum Archiv. Was ist denn das Archiv? Ach, das ist hier gleich um die Ecke. So. Ach so. Dam, dam, dam. Oder so ähnlich. Ich erkenne euch kaum wieder. Tja. Ich bin Goditha, Gefolgsfrau von Haus Rossfield, treue Dienerin des Phönix und seiner Schilde. Ah ja. Euer Vater, Großherzog Elwyn, hat mir ein Geschenk für euch anvertraut. Bitte vergebt mir, dass ich meiner Pflicht erst jetzt nachkomme. Es gibt vorher wäre es auch kaum möglich gewesen, ne? Ganz im Gegenteil. Wir schulden euch Dank für eure Dienste. Ja, sehe ich auch so. Meine Pflicht, wie alle Rosarier es tun würden. Was nicht selbstverständlich ist. Bitte erzählt uns doch mehr. Ja, ich würde auch gerne mehr wissen. Was für ein Geschenk sprecht ihr? Wie ihr sicher wisst, war es lange Zeit Brauch im Hause Rossfield, dessen Kindern zur Volljährigkeit ein besonderes Andenken zu überreichen. Ja, ah, ja. Stimmt. Unser Vater hat damals oft mit uns darüber gesprochen. Okay. Wäre es ihm vergönnt gewesen, hätte er euch ganz besondere Geschenke gemacht. Ein paar Armbänder für jeden von euch. Leider kam alles anders. Hm. Er wurde uns genommen, noch bevor er seine Gaben vollendet wusste. Seine Gnaden hatte beabsichtigt, den Herzstein, der die Armbänder zieren sollte, selbst zu erringen. Doch schlussendlich verblieben seine Geschenke unfertig. Ich verstehe. Es betrübt mich, sie in diesem Zustand zu überbringen. Euer Vater wünschte sich, dass ihr sie in vollendeter Form erhaltet und nicht noch in Arbeit. Aber da er nicht mehr unter uns weilt und der nötige Herzstein fehlt, konnte ich nichts tun. Ihr seid nun erwachsen und sein Haus ist eures. Natürlich möchte ich euch nicht drängen, den Herzstein an seiner Stadt zu erobern. Und doch klar machen wir das. Weiß ich, dass ihm nichts mehr Freude bereitet hätte. Er wäre so stolz auf euch. Ja! Lady Goditha. Was meinst du, Clive? Klar. Was wohl? Natürlich, Milady. Wir werden Vaters Wunsch erfüllen. Oh, ich danke euch. Wo mag er zu finden sein, dieser Herzstein, Milady?
Nun, ich fürchte, es wird einiges mehr erfordern, als ihn lediglich zu finden. Sie kommen nur in den Mägen von Erzgreifen vor, wisst ihr? Ah, ja. Ihr werdet nicht lange suchen müssen. Ein gewisses Exemplar nistet derzeit im Schatten des Titanen, nicht weit von hier. Okay. Ein gewisses Exemplar? Euch entgeht wirklich nichts, euer Gnaden. Um eure unausgesprochene Frage zu beantworten. Ja, es ist jener Erzgreif, den euer Vater zu erlegen gedachte. Ich verfolge ihn bereits, seit ihr ein kleiner Junge wart. Brächtet ihr als Männer von Haus Rossfield eures Vaters Werk zu Ende, würdet ihr seinem Andenken Ehre machen. Die haben doch schon Ja gesagt. Joshua? Was wohl? Oh, okay. Ach, da unten. Dann würde ich sagen, nehmen wir doch die Schnellreise. Dann sind wir doch ein bisschen näher dran. Ach, und den Dings sollte ich vielleicht auch erstmal wegmachen. So. Augen auf, Joshua. Mhm. Man weiß ja nie. Hier lauert mehr als nur der Greif. Eventuell. Ich meine, ne? Ah ne, wir kriegen den Greif zuerst. Okay. Hallo. Da ist er. Der Haus Rossfield. Oh, wie gemein. Ich hab gedrückt. Ja, die Fähigkeiten sind doch besser. Ich hatte ja eine Zeit lang damit gespielt, Ramu wiederzunehmen, aber damit komme ich nicht so recht zurecht. Naja. Ach, kein Dings. Na gut. Mein vor der Nase ist ja ein Schnellreisepunkt. Aber wahrscheinlich kriegen wir das Essen, wenn wir dann zu dem anderen Typen zurückgehen. Oder so ähnlich. Naja. Nee, nee, mit den Links komme ich besser zurecht. Das ist schon die beste Kombi für mich. Ja, ja. Dann ist der Greif besiegt. Ja. Und der Herzstein errungen. Bitteschön. Wie es der Zufall will, zwei. Dieser helle Glanz, wie gefrorene Flammen, wie euer Vater ihn beschrieben hat. Ah, ja. Danke, Milord. Ja. Euer Gnaden. Ist schon in Ordnung. So stolz. Lady Goddess. Tja. Der Steinschleifer wartet. Ah ja. Danke, Cyril. Ich gehe gleich zu ihm. Bitte entschuldigt mich. Ich werde den Stein sofort schneiden und setzen lassen. Okay, mach nur. Da brauchst du keine Entschuldigung. Das ist vollkommen in Ordnung. Und? Die Armbänder sind fertig. Ui, ich will die sehen. Nehmt sie. Endlich sind sie eurer würdig. Herzstein ist härter und langlebiger als Granat und sogar Rubin. Er symbolisiert unerschütterlichen Willen und Hingabe. Ah ja. Und die gravierten Ranken, die den Stein umgeben,
stehen für die unvergänglichen Bande zwischen euch. Eine Botschaft. Vater wusste um unsere Feinde. Klar, natürlich. Feinde, die klar wusste er das. Ablenken. Nur mit unerschütterlicher Hingabe würden wir sie verwirklichen. Ja. Und nur wir beide zusammen. Als Phönix und Schild, einander treu im Kampf. Nur so würden wir triumphieren. Ganz ja. Recht. Seine Gnaden wusste um die Gewaltigkeit der Aufgabe, die er euch, seinen Erben, stellte. Doch tja. Dies war nicht nur eine Botschaft. Es war ein Versprechen, dass er immer bei euch sein würde. Und wenn es nur so ist. Lady Godiva, dass ihr stets im Willen unseres Vaters gehandelt habt. Mhm. Vergebt mir, Milady, aber eines verstehe ich nicht recht. Ich habe gehört, dass Mutter nach Vaters Tod alle herzoglichen Schätze für sich beansprucht hat. Die Armbänder hätte sie nicht verschmäht, selbst wenn sie unfertig waren. Also, wie konntet ihr sie verbergen? Weil ich die Schätze verwaltet habe. Zwar war ich nur eine einfache Dienerin, doch euer Vater hat mit mir über die Armbänder gesprochen. Mhm. Von seiner großen Liebe zu euch beiden und seiner Hoffnung für eure Zukunft. In den Tagen vor der Katastrophe am Phönixtor hatte ich entdeckt, dass sämtlicher Schmuck der Herzogin aus dem Schloss verschwunden war. Mhm. Da wusste ich, dass sie uns verraten hatte. Ah ja. Ich wollte euren Vater warnen, aber es war zu spät. Als Nachricht von dem Feuer in Rosalith eintraf, musste ich handeln. Also nahm ich die Armbänder und floh ins Ungewisse. Dem Begründer sei Dank. Mhm. Doch meine Pflichten waren noch nicht erfüllt. Ich war ratlos. Also verfolgte ich den Greif in der Hoffnung, den Herzstein nach dessen Tod zu finden. Mhm. So vergingen allmählich die Jahre, bis kürzlich Cyril vor mir erschien. Na, da findet ja jeden, ne? Er sagte mir, dass Lord Elwins Testament gefunden und seine Söhne noch am Leben seien. Tja. Lady Godiva, im Namen meines Vaters und von ganz Rosaria, danke ich euch für eure Dienste. Ja, sie muss ja die ganze Zeit gedacht haben, die wären tot, ne? Das war ja die offizielle Nachricht. Ihr seid wieder bei uns. Endlich haben all die Jahre einen Sinn. Tja. Die Armbänder stehen euch gut. Ja. Zweifellos, ich hätte sie gern besser gesehen, aber nach so langer Zeit die Erbstücke zu erhalten. Ich sehe sie nicht mal. Zustehen. Oh ja. Ich will wissen, wie die aussehen. Für eure Hilfe, Cyril. Erlaubt mir, mich noch ein wenig weiter einzumischen. Wenn möglich, besucht doch einmal das Denkmal eures Vaters auf Felsfalkenschrei. Ah ja. Zeigt ihm, dass ihr seinen Segen erhalten habt und seine Vision in euch fortbesteht. Das sollten ja, wir machen wir. Mal tun. Was sagst du, Clive? Wollen wir Vater besuchen? Ja, aber nicht ohne jetzt. Ich muss erstmal den Part beenden, ne? Ich wollte ihm noch danken, bevor wir nach Ursprung aufbrechen. Ja, das sowieso, aber das ist ja, ne? Das befindet sich dort, seitdem wir ja. ihn in den Ruinen des Phönixtors gefunden haben. Nehmt ihn bitte mit. Auch er ist Teil eures rechtmäßigen Erbes. Tja. Und euer Vater würde ihn sicherlich lieber in euren Händen wissen, als auf einem einsamen Felsen. Das glaube ich. Danke, Cyril. Komm, Clive. Er wartet. Ja, er muss auch noch ein bisschen länger warten, denn jetzt werde ich erstmal speichern und den Part beenden. Der Timer hat schon gebrummt. Huch. Okay, wir sehen uns hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Bye. In den Chroniken des Moss steht geschrieben, dass Valistea vom Licht der Mutterkristalle gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Doch sein Strahlen erweckte auch ein Verlangen,
Ein Verlangen, das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise.